Guten Nachmittag. Na, jetzt haben wir es. Klar. Ein wichtiger Nachtrag zum Thema IQ ist nichts, Unbildung ist alles. Wir kennen das alle. Bisher hatten wir Schulnoten. Ja, die haben so ein bisschen entlarvenden Charakter. Ne? Da sieht man dann, ob einer was taugt oder nicht. Deswegen werden ja auch verklausulierte Bemerkungen eingefügt und keine eindeutig sichtbaren Zahlen, obwohl das ist auch bald kein Problem mehr. Wer kann dann noch Zahlen deuten? Na gut. Aber ich wollte das selber nicht glauben. Es gibt tatsächlich vom Ministerium herausgegeben ein Bonussystem, was für 2020, 2030 geplant ist. Diese Seite hier, ich zeige es euch gleich. Wie bin ich drauf gekommen? Vielen Dank an Herrn Gärtner, Politik-Spezial, Stimme der Vernunft. Aber wirklich der Vernunft, kann man nur so sagen. Und zwar sein Video hieß: Regierung bringt Chinas Punktesystem ins Spiel. Hohohoho. Er hat dann entsprechend das auch verlinkt. Ich verlinke euch das unter dem Video auch. Dann müsst ihr nicht groß hin und her gucken. Und jetzt gucken wir mal, was auf uns zukommt. Tatsächlich, diese Seite hier, die wackelt auch so ein bisschen dämlich so, ne? So, kleines bisschen. Und Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ich verlinke es euch. Also ihr könnt darauf gucken. Das ist Wahnsinn. Das Ding nennt sich vorausschau.de. Praktisch die Zukunftsforscher haben überlegt, wie könnte denn die Welt von morgen aussehen. Wenn die das schon so machen, dann kommt das auch so. Naja, es ist tatsächlich so. Ich habe wirklich auch im Impressum nachgeguckt. Ich dachte, so eine alberne Seite, das kann es ja gar nicht geben. Und ein bisschen unübersichtlich ist es auch, wenn man hier auf die einzelnen Dinge klickt, dann funktioniert das nicht so, wie man eigentlich haben möchte. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auf Wertestudie gehe, ja, dann passiert nichts. Also da müssen Sie sich noch ein kleines bisschen anstrengen, die Programmierer. Und ich habe es dann durch Suchen hinbekommen, ich habe das Impressum gefunden. Bundesministerium für Bildung und Forschung. Referat 115, strategische Vorausschau, Partizipation und Bürgerforschung. Aha, naja, gut. So, wenn man auf dieser Seite hier ganz nach unten scrollt, aber Achtung, da kann man dann auch wieder etwas daneben liegen, dann denkt man, hier ist das. Und ich möchte euch auf dieses Bonussystem hinweisen, wenn man da draufklickt, was passiert? Auf mehr klicken, klack, die gleiche Seite nochmal. Und wie die hier. Dann lande ich also wieder auf der Startseite. Das haben sie nicht hingekriegt. Auch das Runterscrollen wird ein bisschen schwierig, will ich jetzt gar nicht erst vorführen. Wenn man außenrum ganz nach unten scrollt und Glück hat und nicht auf eine Karte gelangt, siehst du, dann kann es zum Problem werden. Dann findet man die Downloads. Und die Downloads, es geht um die Wertestudie Langfassung und da Seite 121, 122. Ich zeige euch mal grundsätzlich, was uns da schon vorausgesagt wird. Das Bonussystem. Naja, was wäre, wenn angesichts einer erfolgreichen Nutzung des Systems in China auch andere Staaten mal drüber diskutierten? Was wäre, wenn auch Deutschland darüber nachdenkt, über so ein digitales Punktesystem und letztlich ein solches System einführt? Das wird uns dann alles erklärt auf den folgenden Seiten. Oder was wäre, wenn das Punktesystem in der Folge eine weitreichende Steuerungs- und Orientierungsfunktion in einer zunehmend heterogenen Gesellschaft entwickelt? Nicht homogen, dass wir alle Deutsche sind, sondern ne, durchmischt. Was wäre, wenn Menschen in Deutschland daraufhin wichtige Lebensentscheidungen lieber auf Basis einer algorithmischen Empfehlung treffen? Weil dahinter steckt ein Algorithmus und künstliche Intelligenz und so weiter. Also wenn man sich lieber darauf, auf dieses Punktesystem verlässt, was das über einen Menschen sagt, als auf eine eigene Einschätzung. Ja, also Selbstdenken macht schlau. Oder den Rat ihrer Freundinnen und Freunde und Familien zu vertrauen. Und da sieht man, wo das hingeht. Weshalb ich sagte, das ist ein Thema, was wirklich tatsächlich mit Bildung und Unbildung zu tun hat. Nichts mit dem IQ. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, wenn die Menschen dermaßen ungebildet sind, dass sie sich, nochmal, der Satz ist zu schön, dass sie sich tatsächlich eher bei wichtigen Lebensentscheidungen auf ein Punktesystem verlassen. Das Punktesystem, das wird dann auch erklärt, ihr könnt euch das alles durchlesen ab Seite 121. Das
wird dann auch bewerten, wie viel ein Mensch wert ist, wert für die Gesellschaft. Gut, ich habe nichts dagegen. Es gibt einen alten Spruch irgendeines amerikanischen Präsidenten, der da wohl gesagt haben soll, frag nicht immer, was dein Land für dich tun kann, sondern frag dich auch mal, was du für dein Land tun kannst. Also diesen Gedanken gar nicht mal. Nee, genau umgekehrt. Hier läuft es umgekehrt. So, und das macht mir auch wirklich tatsächlich etwas Angst. Aber das geht nur, wenn die Menschen wirklich derart verblödet sind, dass sie nicht mehr darüber nachdenken und wichtige Lebensentscheidungen nicht mehr auf eigene Einschätzungen basieren lassen, sondern, und schon gar nicht auf Familie und Freunde, sondern lieber sich solchen Punktesystemen anvertrauen. Das wird in meinen Augen gefährlich. Ich werde im nächsten Video, das weiß ich aber noch nicht, wann ich das mache, nochmal auf das Zensuren, also Schulnotensystem kommen. Und auch Vorteile, Nachteile und so weiter. Und was ich davon halte. Und das kommt aber dann erst. Das ist jetzt noch nicht Sinn und Zweck. So. Ich will jetzt keine Meckereien auf diesem Kanal wieder haben. Und ja. Und die werden uns. Und ja. Das, ich weiß das selber. Und das wissen wir alle selber. Aber es sind ja viele neue dazugekommen in den letzten Tagen, über 1000. Deswegen möchte ich das gar nicht hören von denen. Lasst das mal einfach stecken. Wir wissen das schon alles, was ihr da mal loswerden wollt und meckern wollt. Ne? Okay, wenn nicht, dann mache ich diesen Kommentar einfach wieder zu. Es hat ja keinen Zweck, sich da immer voll ballern zu lassen mit solchem Zeug, was wir alle schon wissen. Gut. Also, dann bis zum nächsten Video. Da geht es dann, wie gesagt, um das Thema Schulnoten und wie wir heute schon bewertet werden und was alles schon drin ist. Übrigens, das ist ja auch schon ein bisschen Thema, ne? Es wird spannend. Also, folgt dem Link, lest einfach mal. Es lohnt sich zu lesen. Es ist interessant, denn wenn die das schon mal so, was wäre wenn, voraussagen, dann wissen wir, was wäre wenn heißt, das kommt. 2030, ja. Dann haben wir es soweit, ja. 2030. Aber da ist es schon eingeführt, ne? Na, herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wirklich viel Freude beim Lesen. Das macht Freude, wenn man das liest. Sagt man sich, oh, jetzt weiß ich, was ich tun muss, damit es nicht so kommt. Denn das ist wirklich eine Sache, die bedroht uns alle. Also, beste Wünsche. Tschüss.